So, Abend. Ich sag dir jetzt nur ganz fix, wie das funktioniert mit den Klonen. Naja, du wirst ja schon kapieren. Also als erstes lädst du eine Datei rein, ins Hauptfenster. Das ist hier meine Sicherungsdatei. Die mache ich immer extra, falls was passiert, also die Kamera verwackelt oder sowas, dann kann ich das noch als Backup benutzen und mit bisschen Mühe und Not alles gerade richten. So, dann suchst du dir die nächsten Fotos aus. Das wären bei mir die hier. Und die schmeißt jetzt in diese Leiste hier. Und zack. Schon hast du sie drin. Also ich mache das ja meistens so, rechte Maustaste, eben eine Maske hinzufügen, schwarz. Dasselbe machst du jetzt bei den anderen da oben. Normal ist es auch schön sortiert, aber oh, der will GIMP nicht so ganz. Willst nicht das Foto, sondern die schwarze Fläche aus. Nimmst einen Pinsel, suchst dir hier einen schönen Pinsel aus, am besten weichen. Hier kannst du dann die Größe einstellen. Ups. Naja, man sollte ja nicht übertreiben. So, das reicht. Dann sollte man eigentlich wissen, wo seine Fotos sind. Also beziehungsweise wo die Personen sind. Wenn du dir nicht sicher bist, kannst du das ganze Bild anmalen und löschen. Wichtig ist auch, dass du jetzt die weiße Farbe hier wählst. Also entweder hier, dass sie vorne ist, oder mit der Taste X, wenn du hier vorne bist. Dann kannst du mal hin und her switchen. Ich weiß, dass ich jetzt hier bin. Und siehst, jetzt kann ich einfach mal grob drüber malen. Das muss ja nicht perfekt werden, ist ja nur eine Vorschau. Sollte ich mich jetzt vermalt haben, machst du nochmal X, dann kannst du das halt löschen. Die Bereiche, die du dann nicht haben willst, kannst du dann halt wieder rausmalen. Zack, zack. Und jetzt zum Beispiel bei dem nächsten Bild weiß ich jetzt nicht, wo ich bin. Also könnte ich hier malen, da malen, ich weiß, dass ich da hinten bin, also dann kannst du das entweder zurück malen oder Steuerung und Z drücken, dann verschwindet es. Also wir waren ja hier. Und dann male ich das mal fix hier hin. Ja, passt. Das wiederholst du dann halt mit jedem Bild hier. Die 92 müsste ich hier stehen. Ist natürlich vom Vorteil, wenn man weiß, bei welchem Bild man gestanden hatte. Ups, das war viel zu viel. Du siehst, es ist nicht wirklich schwer. Man kann sich natürlich noch viel Mühe geben, indem du reinzoomst, den Pinsel kleiner machst und solche Spielereien. Hier zum Beispiel ist das ja ein bisschen blöd geworden. Abändern, schon sieht es, naja, nicht mehr schön aus. So. Naja, soll halt nur ein Beispiel werden. Dann sollte die letzte Person, die stand hier. Und die Fotos aufnehmen ist eigentlich ganz einfach. Darf sich erstens nicht wundern, wenn die Leute dich blöd angucken. Das ist aber normal. Und muss halt das, ja, die Kamera fester hinstellen, damit sie nicht verwackelt und halt immer denselben Ausschnitt hast. Sonst hast du wirklich arge Probleme. Das merkt man hier bei mir, wenn ich die Person mal jetzt wieder wegmache. Ja, okay, ich habe ja schon gemalt. Wenn ich mich hineinsetze, geht mein Auto extrem nach unten, nicht nur weil ich knappe 90 Kilo wiege. Die Stoßdämpfer sind ja ein bisschen im Arsch, aber nur ein bisschen. Dadurch verwackelt das Auto, deswegen entstehen hier auch solche Unschönheiten wie zum Beispiel das hier. Man sieht, dass das Auto tiefer ist als
bei dem anderen Bild. Da kann ich halt mit Spielereien ein bisschen Feinarbeit, das halt wieder alles rausarbeiten. Aber man sollte es halt vermeiden, weil nicht immer ist es recht einfach, sowas hier rauszuarbeiten. Deswegen sollte man von vornherein darauf achten, dass die Kamera am besten gar nicht bewegt wird. Und ja, am besten ist auch, wenn eine zweite Person die Fotos macht. Ich bin ja eigentlich immer alleine unterwegs, wenn ich sowas mache. Und naja, mein Stativ hält es aus und normalerweise verwackelt es nicht. Und machst dann halt ein Foto, wo du hier stehst. Wenn du es alleine machst, natürlich mit einem Selbstauslöser oder mit Fernbedienung. Dann, wo du noch stehst, etc. etc. Muss einfach ausprobieren. Am einfachsten ist halt, wenn du so machst, wie ich das hier gemacht habe, dass ich mich selbst nicht überschneide. Dass ich jetzt nicht noch hier stehe und so. Also es ist gerade, wenn man das erste Mal macht, sehr schwer dann rauszuarbeiten. Ja, das war es eigentlich. Wie du siehst, es ist keine Zauberei, es ist ganz easy. Machst halt eine ebene Maske. Und alles, was jetzt hier weiß ist, wird halt vom letzten Bild oder dem unteren Bild halt übernommen. So ungefähr. Naja, wirst ja schon sehen.